Jo Leute und willkommen zurück zu Marvel's Guardians of the Galaxy. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben. Und ja, Freunde, weiter geht es. Let's go. Ah, was haben wir denn hier? Direkt was zum Lesen. QZ Entsorgung. Professor Janfia Umak-Oll. Was für ein Name, ey. Meine fünfte Untersuchung bei unserem großen Quarantänezone Cluster-Schaum-Experiment mit Nanoharz auf Ibrium-Basis ist abgeschlossen. Und ich kann berichten, dass meine Substanz sich verhält wie erwartet. Wenn auch etwas langsam. Die verschiedenen Trümmer hier im Schutzraum, meist Schiffswracks, komprimieren und verbinden sich. Welche Materialien an Bord dieser Schiffe haben sich größtenteils aufgelöst und viele der härteren Metalle weisen deutliche Strukturschwächen auf. Sie sollten in absehbarer Zeit zusammenbrechen, sodass die Einzelteile von dem Nanoharz zusammengezogen und gehalten werden. Ich empfehle erneut das Patrouillieren des Schutzraums durch das Nova Corps von außen erfolgen. Im Inneren ist es nicht sicher. Außerdem sollten wir über die langfristige Entsorgung sprechen, sobald der Raum permanent versiegelt wurde. Sein Inhalt ist dann zwar unbrauchbar, aber einige der gefährlicheren Materialien werden dennoch aktiv bleiben. Aus diesem Grund bin ich gegen den Vorschlag, einfach alles in einen Stern zu schieben. Wir wissen nicht, welche Reaktion das auslösen würde. Ich würde ihn stattdessen in den Riss bei Nowhere schießen und den dort müsste er theoretisch aufhören zu existieren. Okay. Was haben wir hier? Adora Shuttle Sitz. Okay. Sollen. Mach eine Brücke gut. Ich will sehen, ob er noch lebt. Ich bin gut. Ich weiß nicht, aber er zuckt noch. Verflagt noch mal, Quill. Alles okay da unten? Ja. Ja, ich dachte nur, da wäre eine Abkürzung. Abkürzung, klar. Geht ohne mich weiter. Ich komm nach. Okay, da ist ein Novacore-Raketenschacht direkt auf der anderen Seite. Da treffen wir uns. Raketenschacht in Gelb und Blau. Verstanden. Irgendwas zum Abschießen? Einen halben Zyklus lang mit Tech verladen. Je länger wir bleiben, desto höher ist die Chance, dass wir erwischen. Okay. Moment. Durch ein altes Schiff. Scheiße. Keine große Sache. Ganz ruhig, Quill. Ich bin sicher, dich wird schon nichts anspringen. Außer vielleicht ich und Groot. Kann ich nochmal zurück? Vorsicht, ich wurde nein. Oder doch? Doch, es geht. Das funktioniert es. Wie haben sie ausgesehen? Eine Kugel mit Okularauswüchsen. Wir halten die Augen offen. Verstehst du? Verstehst du? War hier noch irgendwie was? Bist du wieder irgendwo reingefallen, Quill? Ich, mach eine Auswertung. Wenn nichts mehr geht, schieß auf was. Nee, hier ist nix. Oder? Ah, da ist doch was. Hey, Gamora, okay. Achte darauf, dass die Milano nicht in dem Harz stecken bleibt. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Keine Sorge, ich habe schlechte um die Komponenten einzusammeln. Okay. Zack. Ich hab auf was geschossen, wie du gesagt hast. Der Weg ist frei. Siehst du? Klappt immer. Dieses Ding weckt Erinnerungen. Okay.
Neues Wächter-Sammelobjekt gefunden. Hey, Drax! Was macht dich so sicher, dass diese Hell Lady unser Monster kaufen wird? Ihr Name ist Lady Hell. Cool. Die Sammlung seltener Kreaturen wird nur vom Reichtum übertroffen, mit dem sie die Verwandten überspielen. Meldung von Team Bull. Ziemlich viel Instabilität auf unserer Seite. Wie sieht's aus? Der Fleisch. Oh, stirb nicht. Oh, hey, Kleiner. Was bist denn du? Wow, was zum Zack. Bist du tot, Will? Wir hören dein Mädchen gekreischen sogar ohne Ton. Ich hab zu tun. Das war's doch noch nicht. Das Zack. Ist Betrug. Das hättet ihr sehen müssen. Es war so ein komisches Blob-Ding. Darauf falle ich nicht nochmal rein. Zack. Schön wegtreten. Bam. Geil. Ah, war's das? Nee. Das Ding wackelt total. Ah, typisch für einen Augengegner. Zack. Wow. Quill, ein ekliges Augengegner. Bam. Bam. Nicht lustig. Okay, Team Rocket, wir haben soeben weitere Klopfer platziert. Du fliegst lediglich das Schiff. Und bis jetzt habe ich dich noch nicht zurückgelassen, während du draußen warst. Könntest du damit nicht warten, bis alle Klopfer aufgestellt sind? Haben wir unsere ersten Gegnertypen gesehen. Hier oben geht's weiter. Ich bin gut. Das ist genau die Art von Schrott, nach der wir suchen. Weiter so, Kumpel. Ich bin gut. Nicht so bescheiden, das war ein großer Fund. So, das sammeln wir ein. Wir haben viel auf den Geheimnismonster-Tipp deiner Freundin gesetzt. Hoffentlich hat sie auch recht. Schon mal hier. Als ob du wüsstest, was ein ehrliches Gesicht ist. Ich bin gut. Ja, ganz schön nach Blumen, allerdings zu stark. Wahrscheinlich um Sender der Nachricht fehlgeschlagen. Das da Van Donton. Ich habe sehr schlechte Neuigkeiten für dich, Schwester. Das Ungeziefer, das ich für dich von Crack 2 geschmuggelt habe, du hast mir nicht gesagt, dass die sich vermehren wie Segnav-Schlammschweine. Ich habe die Frachtbucht voll mit diesen hässlichen Flaken und sie wachsen schnell. Ich kann hören, wie sie gegen die Wände schlagen und irgendwas Wildes schreien. Wahrscheinlich haben sie Hunger. Als ich gesehen habe, dass ich einen Treibstofffleck habe, war mir sofort klar, dass sie meine Treibstoffleitungen zerkauen. Und weil das nicht reicht, muss ich auch noch durch eine Blockade der Nova-Typen fliegen. Ich kann die Dinger nicht verstecken. Also spiele ich mit dem Gedanken, diesen alten Schrotthaufen zu verlassen und mit meinem Shuttle nach Nowhere zu düsen. In Kürze kriegst du eine Rechnung für ein neues Schiff, dann können wir die nächste Aktion planen. Ich weiß, du stehst dafür gerade. Was soll ich sagen? Mist passiert. Natürlich hat's geklappt. Scheiße, jetzt ist die Auswahlmöglichkeit hier weg. Verdammt. Na gut, egal. Scheiß drauf. Versuch bloß nicht zu betrügen, Quill. Wie kannst du das hören? Heilige Mistmutter! Wetter! Sag! Soll das ein Witz sein?
hier nichts zum Abballern? Das war zu knapp. Bist du okay, Groot? Quill? Alles gut, aber springen geht nicht. Du musst nicht springen. Auf dieser Seite ist ein stabiler Stützträger. Groot soll eine Brücke wachsen lassen. Frag ihn einfach nett. Für mich macht er das ständig. Okay, Groot, dann mach mal das coole Ding mit den Händen. Ich bin Groot! Das ist mal echt ein starker Partytrick, Großer. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Eklig, noch mehr Schiffsfresser. Ach, sie sind überall. Okay, zurück zum Geschäft. Boom, genau vor deiner Nase, Quill. Jawohl. An diesem Ort fragt man sich schon, warum das Nova Corps das alles zusammengekehrt und dann vergessen hat. Vielleicht wollten sie nach vorn schauen. Wir müssen da entlang, über die Spalte. Irgendwie. Was muss ich tun, um so einen Nachnamen wie Drax zu kriegen? Katatianer brauchen keinen Nachnamen. Und was ist mit der Zerstörer? Das bezeichnet meine unzähligen Kills während einer Phase ungezügelten Zorns. Ja, Groot kann eine Brücke machen, wenn du einen Haltepunkt findest. Hey, Grünis, wenn ihr da draußen blaue und goldene Schiffe seht, sagt uns Bescheid. Da sind viele solcher Schiffe. Er meinte aktive. Was machen wir eigentlich, wenn wir auf eine Nova Corps-Patrouille stoßen? Ach, wir halten sie auf, bis wir hier fertig sind. Schlechte Idee. Die sind alle über ihre blöden Helme verbunden. Wenn sie uns sichten, müssen sie nur die Barriere schließen. Dann sitzen wir auf die... Wenn ihr Bullen seht, gebt ihr auf, okay? Wir geben nicht auf. Da stimme ich Drax zu. Wir sind alle vorbestraft und sie brauchen nur eine Ausrede, um uns zu verhaften. Ich hab zwar ein paar Asse im Ärmel, wenn's um die Eimerköpfe geht, aber wenn wir Widerstand leisten, dann sind die weg. Du willst mit ihnen Karten spielen. Und betrügen. Ja, im Prinzip. Ich bin Groot. Sehe ich besorgt aus? Das Harz wird halten. Ich bin Groot. So schwer bist du nicht. Dieses Zeug hält Chitauri-Schlachtschiffe in Position. Alles wird gut. Okay, es geht weiter. Okay, stell ihn genau da auf. Ich bin Groot. Yep, einer noch. Flak! Nein! Flak, Misthaufen! Ich bin Groot. Der verflachte Akku ist durchgeschmort. Das ist los. Du hast ihn wohl zu hart hingedonnert. Lasst uns einfach eine Lösung finden. Die Lösung ist ein neuer Akku. Mit Saft drauf. Okay, wir sind auf einem Schiffswrack. Voller Schiffszeug. Es muss hier was geben, mit dem man dieses Schiffszeug zum Laufen bringt, oder? Ja, vielleicht solltest du dafür deinen Visor benutzen. Such doch einfach mal irgendeinen Ersatz. Ich reiße die verschmorten Kabel raus. Da vorne, wo es gelb ist. Okay. Natürlich sind wir auf dem richtigen Weg. Behalte einfach das Bergbauschiff im Auge. Dort wollen wir ja schließlich hin. Was macht überhaupt ein Bergbauschiff mitten unter all diesen Jägern? Ach, man spricht eben nicht umsonst von Kriegsverlusten. Blinzelraketen. Okay. Hey, ein großer Stromgenerator. Wie schließen wir ihn an? Gar nicht. Das Ding würde unseren kleinen Klopfer rösten. Können wir die Energie nicht durch einen Umlenktrichter verdichten? Denk dir bitte keine Tag aus. Das irritiert mich. Such dir ein neues Hobby. Hier ist was mit einer Ladung. Sieht aus wie eine Weltraumautobatterie. Okay, das Ding versetzt mir aber keinen Stromstoß, oder? Die Chance ist bestenfalls minimal. Alles wird gut. Bitte sehr. Bestens geeignet. Nur ein paar Handgriffe. Ich muss erst wissen, wie viel Saft dieses Ding ausspuckt. Gib mir mal einen Moment Deckung. Deckung wovor? Oh Gott. Rocket, hilf mir mal Ungeziefer zu zerlegen! Nein, Mist! Wenn ich das nicht schnell neu... Auf sie, Groot! Groot, der letzte Flora-Koloss.
Groot ist ein unermüdlicher Verteidiger, der enorm viel Schaden einstecken kann. Sein Schwerpunkt liegt in der Massenkontrolle. Seine Basisfähigkeit umschlingen macht Gegner in einem kleinen Bereich kurzzeitig bewegungsunfähig. Verflagte Monster-Dinger! Okay. Alle bereit machen! Das tut, Kleiner! Bam! Bam! Du hast leicht reden! Du auf hast sie, Groot! Stock. Oh, verdammt! Danke für die Info, Kumpel! Riesenblobs! Dann halte Abstand! Zack! Bam! Halte sie auf, Groot! Plop, plop! Wie lange dauert es, den Mist abzuschießen? Genieße die Freude der Schlachtlager! Ah, hier sind noch welche. Zack. Erledigt. Alles angeschlappt. Wow, gerade rechtzeitig. Nächstes Mal kannst du es ja reparieren. Komm. Okay. Schon zwei erledigt, bleiben noch zwei. Folge Rocket. Außer diesem Gang sehe ich keinen anderen Weg aus dem Raketenschacht, Kumpel. Quill, hier geht's raus. Ich bin Groot. Groot fragt sich, ob die Belohnung für diesen Job wirklich die ganze Mühe wert sein wird. Mich und Groot bringt fast nichts um. Aber was ist, wenn der Rest von euch es nicht leben schafft? Leute, wenn wir Lady Hellbender das Monster bringen, steigt unser Marktwert. Und wir kriegen bessere Jobs. Ein Schiff für jeden von uns. Naja, ein Team braucht nur ein Schiff. Ah, Moment, Moment. Was? Nein, ich liebe mein Baby. Wir können es umbauen. Ich hätte gerne eine Geschützkuppel. Okay. Wir denken darüber nach. Egal gewesen, wo lang. Groot will eine Pflanze. Groot, oder? Kumpel, du bekommst zwei Pflanzen. Ich bin Groot. Mann, das Ding ist ja Wahnsinn. War das ein Schiff oder ein Roboter? Das ist eine Kree-Wache. Ein Roboter, aber weltraumtauglich. Ich bin Groot. Es gab sogar noch größere. Sie hatten mindestens 5 Experimentalmodelle von doppelter Größe. Okay, das wäre woher egal weißt gewesen, du das wo lang? Alles? Weil das Partnerexperimente auf Halbwelt waren. Die meisten meiner Teile kamen aus dem Kybernetik-Hangar nebenan. Und ich habe die Killbots alle gesehen. Ich konnte die Teile kommen und gehen sehen von meinem Käfig aus. Ich wollte keine alten Wunden aufreißen. Nein, nein, die meisten davon sind nur noch Narben. Das wäre egal gewesen, wo lang. Na gut. Gibt's Wetten, wie dieses Monster wohl aussehen wird? Ich bin Groot. Wie viele Beine? Also mehr als 4? Es wird majestätisch sein. Und wie sieht sowas aus? Achten wir es. Dieser alte Kree-Tech bringt mich ins Grübeln. Wo wäre ich heute, wenn diese blauen Mistärsche ihre Halbweltexperimente an mir abgeschlossen hätten? Ich bin Groot. Ja, dann würdest du jetzt wahrscheinlich über meine Überreste laufen. Nein, scheiße. Aha, du
Gibst es also zu? Aufgeflogen. Meine Pläne durchkreuzt. Quill, ich höre dich scannen. Da vorne ist was zum Abballern. Zack, vier schon. So viel Feuerkraft. Und jetzt ist alles Schrott. Ich bin gut. Ja, tut mir leid, Kumpel. Was tut dir leid? Groots Volk hatte nie eine Chance zu kämpfen. Der ganze Planet wurde zu Kriegsbeginn abgefackelt. Schon wieder runtergefallen. Ich war für die irren Kree-Wissenschaftler nicht mal eine Person, sondern nur eine kluge Knarre auf zwei Beinen. Ey, Groot, eine sehr geschwätzige Knarre. Ja, aber das war ein Unfall. Sie wollten es ein paar Mal reparieren. Ich bin Groot. Oh, die ganze Anlage war das Problem. Ich hätte vor Kriegsende zurückkehren und alles in die Luft jagen sollen. Such das Monster nicht eins von denen ist, die wir schon erlegt haben. Keine Sorge, ich hab noch nicht mal angefangen. So, hier liegt noch was. Ich bin Groot. Natürlich gibt es hier keine Pflanzen. Es ist ein Schrottplatz. Ich bin Groot. Pflanzen wachsen da, wo es Nährstoffe gibt. Scannst du etwa nach Zielen? Groot. Schieß mal bitte eine Brücke genau bauen, in diese Augenhöhle. Ich bin Groot. Ich würde gerne mal sehen, wenn du das im Kampf machst. Moment, ist das... Ja, ich werde diese Wette gewinnen, Quill. Ah, das glaubst doch nur, du Rocket. Rocket. Wir sind in einem riesigen Roboterkopf. Und ich habe Roboterteile in meinem Kopf. Hast du einen riesigen Roboterkopf? Roboterteile in deinem Kopf. Rocket, Pumpe! Hey, Groot, was soll ich machen, wenn ich diese Wette gewinne? Oh, er hat schon 13. Da ist noch was. Bam! Da ist ein Nest. Vielleicht das Clubhaus der Parasiten. Zack, 17. Ich wüsste gern, wie viele große Bottleichen wir in der gesamten Zone finden würden. Das da vor dir ist eine Wache und davon hatten wir bisher drei. Zack, 19. Ich nehme an, der große Arm gehörte zu dem großen Torso. Die Farben haben gepackt. Ah, hier ist hier noch was? Ist hier noch was? Da. Zack, 20. Da noch. 21. Ja, cool. Ich glaube, ich gewinne die Wette, Rocket. Ich glaube, ich gewinne die Wette, ey. Da oben. Nein! Ah, nein! Schon wieder runtergefallen. Da oben. Zack. Da oben ist noch was. 24.
scheint, denke ich, möchte nichts mehr hier zu sehen. Okay, man bekommt Fallschaden. Nicht gut. Gar nicht gut. Verdammt. Na gut. Weißt du was, Quill? Ich finde das unfair. Du hast zwei Waffen, ich nur eine. Ich denke, ich sollte ab sofort doppelt so viele Punkte kriegen. Das ist Betrug. Okay, da muss der Klopfer hin, Quill. Da repariere ich das Ding für dich und du benutzt es, um zu betrügen. Du bist paranoid. Hey, der Klopfer stellt sich nicht von selber ein. Ja, Rocket, warte doch mal. Mensch. Lass mich doch erstmal hier umgucken. Mamma mia. Ich werde dir nicht nachlaufen. Bring den Klopfer hierher. Ist ja schon gut, Rocket. Ich komme hier schon. So. Der verärgert aber nicht alles Kropfzeug in der Nähe, oder? Sorry, Quill. Nach dem letzten gehe ich kein Risiko mehr ein. Ich muss ihn kurz testen. Nicht schon wieder. Ich habe nur ein- und ausgeschaltet, um zu sehen, ob er startet. Das ist mein Killradio. Rocket, die tickende Zeitbombe. Rocket ist ein Waffenexperte, der aus der Distanz angreift. Er konzentriert sich darauf, gleichzeitig bei mehreren Zielen Schaden zu verursachen. Seine Basisfähigkeit Flak Splitterbombe verursacht bei allem im Wirkbereich mittleren Schaden. Okay. Los, ich dachte, wir wären sicher. Ach komm schon, müssen wir uns jetzt mit Schocken. Alter, was ist das denn jetzt für ein Vieh, ey? Oh mein Sehr Gott. Sehr hilfreich, danke. Gern geschehen. Und jetzt lenk mich nicht ab. Bam. Kann nicht sein. Ich hab viel mehr gekriegt. Rocket, mach dein Ding. Oh ja. Ich werde euch alle mörderisieren. Das ist kein Wort. What? Mala. Siehst du? Ich wusste, es würde dir gefallen. Oh Gott. Sind da noch mehr? Finde sie an, auf die Groot! Warum sind das so viele von auf denen? Die Rocket! Ich will sie überwältigen! Licht aus, Augapfel! Wir töten nur kleine Geschenke! War noch nichts aufgeladen hier. Zeit zum Anbinden! Ich wusste, dass ich letztes Mal den ganzen Spaß verpasst habe. Lass mich nicht von dem Lager geschehen, Alter! Wenigstens spritzen sie ordentlich! Oh, Amateur! Wupp! Alter! Okay, kann nicht sein. Geschafft. Ich hab viel mehr gekriegt! Gut geflatscht, Rocket! Ja, nicht wahr? Was war das wert? 5 Punkte? Ach, komm schon! Du kannst dir nicht einfach selber Punkte geben! Klar kann ich das! Hey, Team Grün, wir haben unsere Klopfer aufgestellt! Gut gemacht! Wir treffen uns am Bergbauschiff! Ah, wie Rocket einfach schummelt, ey. Mama mia. Okay, da ist die Bergbauanlage. Ich bin gut. Natürlich ist es sicher. So sicher wie ein Schiffswrack der Shitori eben sein kann. Ich bin gut.
Weil du es die ganze Zeit Schleimzeug nennst. Es ist Nanoharz. So, Groot. Brücke bauen. Wir müssen hier rüber, Groot. Und Rocket würde dich nicht in Gefahr bringen, stimmt's? Ich bin Groot. Stimmt. Ich deck dir immer den Rücken, Kumpel. Ich bin Groot. Nein, es sieht nur instabil aus, wie alles andere hier. Lass dir nicht die Zweige verdrehen. Betrüger! Entspann dich! Ich betrüg nicht, Mann! Hey, es ist so geil, Mann. Das ist so geil. Seht nur, wie hässlich das Ding ist. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Ja, das Harz kann ein blödes Kriegsschiff halten. Glaub mir, es ist absolut sicher. Guckt mal, ich beweise es euch. Da. Seht ihr? Rocket? Schlag! Jung, springt! Nein! Nein! Groot! 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 Kumpel, du lebst noch! Ich bin Groot! Logo? Du flakiges Stück vermoostes Treibholz, du hättest eben draufgehen können. Ich bin Groot. Ich hab dich auch lieb, du selbstlose Sojasprosse. Komm, Quill, er sagt, wir treffen uns beim Bergbauschiff. Ich will ihn nicht warten lassen. Das war's? Wir gehen ihm nicht nach? Er sagt, es ist okay. Wir treffen ihn später. Team Rocket, ist alles okay? Groots Signal ist ausgefallen. Sein Funkgerät muss kaputt gegangen sein, als er gestürzt ist. Was ist mit deinem Sperrholzgefährten passiert? Groot hat nur einen anderen Weg genommen. Sein Funkgerät muss was abbekommen haben. Ja, genau. Wieso einen anderen Weg? Team Rocket, Ende. Hoffentlich sind wir sie jetzt los. Okay, Freunde, ich würde sagen, hier machen wir erstmal Schluss. Sind wir damit wohl los? Jetzt können wir den blöden Unfall endlich vergessen. Außerdem ist Groot okay. Es besteht kein Anlass zur Sorge. Ich sag mal nix. Ich hätte nicht verhindern können, dass der alte Rosteimer umkippt. Okay, gut. Bevor Rocket jetzt irgendwas noch sagt, würde ich sagen, was ist erstmal fürs Erste mit Guardians of the Galaxy. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Nun ein Abo da lassen. Aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder zu Marvel's Guardians of the Galaxy. Haut rein, Zuckerboy, Game Over. Ciao.